Herzlich willkommen, ich bin's Laser und heute ein Unboxing der PC-Reihe wieder. Ich glaube, ich werde das Video hier auf DLC Gaming hochladen, weil es sich hier wieder um ein PC-Produkt handelt. Aber ich werde es vielleicht auch auf meinem Channel hochladen. Ja, Logitech G502 ist eine Gaming-Maus. Grund dafür ist, dass die RAD 7, Mad Cats oder wie sie sich schimpfen, leider ihren Geist aufgegeben hat. Und das nach 4 Monaten. Ich wurde gewarnt von jemandem, meiner treuen Zuschauer da draußen, dass die Schalter hier nicht lange halten. Ja, absolut richtig. Die beiden Schalter haben wirklich nicht lange gehalten. Wie gesagt, 4 Monaten, dann sind die bei mir einfach abgebrochen. Und die Maustaste funktioniert da auch irgendwie nicht mehr. Finde ich ein bisschen traurig bei so viel Geld. 4 Monate, das ist für mich ein No-Go. Ich musste mir jetzt heute eine neue aussuchen. Ich habe die wieder zurückgebracht natürlich, weil das geht ja mal gar nicht. Als einzigste Maus, wirklich als einzigste Maus, hatten sie nur die da. Ne? Ja. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Eigentlich wollte ich keine Logitech-Produkte mehr holen, weil ich eigentlich von diesen Produkten ein bisschen enttäuscht worden bin, die letzten Jahre, zumindest Headset-mäßig. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall fand ich jetzt die Kopfhörer nicht so berauschend. Und ja, wir werden uns die Maus einfach mal angucken und dann schaue ich mal. Sollte mit der was sein. Eigentlich wollte ich euch die RAD 7 zeigen, aber es musste schnell gehen, weil ich brauche die ja zum Daddeln und zum Arbeiten. Also das hier ist ja schon mal wieder, ja, weiß ich nicht. Wie ist das hier wieder eingepackt, ey? Also, der Karton war noch nicht offen. Aber okay, Logitech. Ja, meint es wohl wirklich ernst mit dem, was ihr hier abliefert. Okay, anstatt hier mal so Magnetverschluss zu machen, solltet ihr lieber auf die Produkte eingehen. Okay, genug gemeckert. Gucken wir uns jetzt mal die Maus an. Ich habe die natürlich im Laden anprobiert. Okay, da fällt mir schon was entgegen. Ich habe die natürlich im Laden anprobiert und wie gesagt, es war die einzigste Maus, die mir von der Hand her gefiel. Ja, Tasten machen einen guten Eindruck. Hier die Seitentasten, um die geht es mir eigentlich hauptsächlich. Das scheint hier ein bisschen besser zu sein. Hier einmal die Rastfunktion und dann wieder Deentrasten. Das hatte ich auch schon bei der G700. Das war ziemlich geil. Wenn man mal schnell was scrollen muss, kann man das entrasten. Ja, ist cool. DPI-Schalter. Ja. Hier unten soll ein Future sein. Da gucken wir uns das auch mal kurz an. Mit der tollen Anleitung, die da vorne ja sehr schön platziert war. Ah, okay. Funktioniert. Ganz easy. Wird mit Magnet gehalten, das Ganze hier. Das ist fraglich, wie lange wird das gut gehen? Ja, hier haben wir den Laser. Da unten die Gewichte. Wer Daten zu der Maus haben möchte, muss sich das online holen. Hier haben wir die Gewichte drin und zwar 3,6, 3,6, 3,6 und 3,6 Gramm. Wie schwer ist die Maus? Ich muss da mal kurz in tüdeln. Das gern sie hier in tüdeln. Ja, so vom ersten Eindruck macht die Maus einen guten Eindruck. Verarbeitungsmäßig ist okay. Ich finde ja, Logitech hat ja ein bisschen abgebaut, aber das ist hier noch im Rahmen. Die Glidepads kann man austauschen. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Von der Oberfläche her fühlt sich das hier ordentlich an. Griffig. Hier an den Seiten gummiert. Ebenso auch hier die Daumenfläche. Ich finde das wirklich sehr gut, wenn eine Maus gummiert an den Seiten ist. Ja, Kabel ist gesleeved, sage ich immer dazu. Also eingepackt in Stoff. Sehr gut verarbeitet. Auch hier vorne der Kabelschutz ist wirklich diesmal besser gemacht worden als bei der G9. Da ist mir ja meine Maus dann später auch kaputt gegangen. Entschuldigt mich übrigens den Ton. Mein Mic ist leider gerade woanders eingesetzt. Deswegen müsst ihr leider das so ertragen. Ja, vom Kabel her, okay. Jetzt gucke ich mal kurz. Gewicht, ja, sie ist derbe leicht. Also sie ist wirklich leicht. Wir könnten sie ein bisschen schwerer machen. Gucken wir uns das mal mit dieser Gewichtskram hier an. Und dann kann man sich die Gewichte hier einfach reinlegen. Die Gewichte werden gehalten, magnetisch. Und man kann sogar entscheiden, wo man die Gewichte haben will, ob vorne oder hinten. Das ist natürlich cool, weil so kann man sich den Schwerpunkt selber aussuchen. Das ist mal eine coole Sache, irgendwie. Also finde ich wirklich jetzt mal eine gute Sache. Aber ich spüre die Gewichte irgendwie gar nicht. Vielleicht nach einer längeren Zeit. Ja, eins vielleicht noch hier vorne. So.
Und dann kann man sich hier die Gewichte, dann passt hier noch eins rein. Also man kann die Gewichte hier frei in der Maus verteilen. Ja, das fühlt sich gut an. Ich glaube, so lasse ich das. Ich gucke gerade mal. Ja, die Gewichte drücken jetzt hier auch nicht auf die Verpackung oder so. Also das ist alles wirklich sehr gut gemacht. So funktioniert auch so. Jetzt gucken wir mal. Zack, Deckel drauf, Affe tot. Ja, angenehm. Schön. Auch hier dieses Etui ist okay. Ne? Verpackung finde ich jetzt nicht so toll. Bedienungsanleitung, naja. Läuft ja sowieso alles über Software. Naja. Schauen wir mal, was die Maus kann. Ne? Schauen wir mal, was die Maus kann. Ich werde berichten darüber diesmal. Und dann werde ich euch sagen, ob sie was bringt oder nicht. Danke fürs Einschalten. Ich bin's, euer Laser. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Schaltet auch wieder ein, wenn das heißt Lasertank. Tschüss.